Hallo Leute, und weiter geht's mit Let's Play Fable 3 Main Quest. Kehrt zum Hauptquartier des Widerstands zurück. Ich habe gedacht, das kriegen wir noch runter an diesem Wochenende, und da schauen wir mal, was sich da ergibt. Bin leider ein wenig verkühlt und die Madame Influenza hat mich aufgesucht. Schatzi, wer bist denn du? Auch ein Lastenträger. Ja, und das wird einmal sehen. Ah, der Rebellenprinz! Ich bin auf dem Weg ins Schloss, um eurem Bruder Bericht zu erstatten und natürlich, um etwas über die Truppenbewegungen zu erfahren. Ben ist im Hinterzimmer und diskutiert mit Paige. Das kommt nicht gerade unerwartet. Ben hat so seine Art, mit Frauen umzugehen. Eine merkwürdige Art. Tag. Okay, Major Swift. Mit dir haben wir auch schon einen Vertrag. Also, ich habe gedacht, wir bringen dann das dieses Wochenende noch runter, damit ihr wisst, wie es weitergeht. Ja. Ich habe drei hohle Männer mit nur einem Schuss erledigt, ehrlich. Ich habe noch nie einem Soldaten getraut. Und das wird auch so bleiben. Sagt ihr es ihr, Walter? Hey, ich mische mich da nicht ein. Da ist er. Fragt ihn selbst. Ach, hört doch auf. Gut. Ich werde dann einfach hier stehen bleiben. Für einen Prinzen seid ihr ziemlich anständig. Das Volk fängt allmählich an, euch zu vertrauen. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Danke für das Interesse an meinem Privatleben, aber wir haben gerade größere Probleme. Reaver. Er beutet die Stadt seit Jahren aus, aber so schlimm war es noch nie. Aber jetzt bereiten wir ihm ein Ende. Ein kleiner Kämpfertrupp konnte in seine Villa eindringen, ist aber nie zurückgekehrt. Sie leben sicher noch. Ihr werdet mir helfen, sie zu finden. Reaver gibt jede Woche ein Fest für seinen Geheimbund. Wir wissen nicht, was da passiert, aber wir wissen, wie die Gäste aussehen. Es ist perfekt, um sich einzuschleichen. Hier, das müsst ihr anziehen. Toll, wo ist mein Kostüm? Was? Ich darf nicht? Nicht mal nach dem Ding mit den drei hohlen Männern? Wirklich, das ist schlimmer als die Armee. Und jetzt alle raus. Ich muss mich umziehen. Ich bleibe hier und werde euch beschützen. Alle raus. Alle. Ich bekomme langsam ernsthafte Zweifel an unserer Beziehung. Zu Ben Finn. Ich hätte mit Swifty zum Schloss gehen sollen. Ich liebe es, wie Soldaten in unserem geheimen Versteck herumspazieren. Was immer ihr tut, sorgt dafür, dass Finn euch nicht folgt. Ich hatte für heute genug von ihm. Wir sehen uns in Reavers Villa. Okay, Paige, mein Schatz, und unser Ben Finn ist natürlich voll Randy auf diese hübsche, ja, wie heißt das, Mulattin. Dann gehen wir mal in die Ankleide, ja? Ah, hallo! Und diese Kleidung könnt ihr überall und zu jedem Anlass tragen. Solange der Anlass ein Maskenball der höhergestellten Gesellschaft ist, an allen anderen Orten werdet ihr damit wohl etwas aus dem Rahmen fallen. Ja. Ja, wir haben also schon einiges, gell? Hoppla. So, wo ist das Zeug jetzt? Das müssen wir anziehen. Alle Gegenstände. Jawohl. Und passt. Wer ist nur die Person, die hier vor mir steht? Ich kann nur raten. Gut. Dann starten wir durch. Und schauen, was uns erwartet. Eigentlich wollten wir den Quest ja nicht starten jetzt, aber vielleicht geht sich das aus. Das schaffen wir doch schon, oder? Und als nächstes dann kommen ein paar Witz mit Videos mit Walkarounds und Lookarounds von den Karten, die wir aufgedeckt haben. Die stellen wir dann natürlich wieder in die Playlist Let's Play Fable More Info. Wenn es euch recht ist. Für die Leute, die sich an den Maps interessieren. So wie ich zum Beispiel.
Also die Karten sind extrem nett gemacht. Mit ein paar kleinen Gadgets überall. Ich komme zum Trinken immer hier. Die Details machen das Spiel wirklich ganz nett. So, wir laufen da jetzt. Aha. Ins nächste Quarter. Ihr müsst meine Stimme verzeihen, aber wirklich, ich laboriere schon längere Zeit mit einer Verkühlung und jetzt kommt noch eine Seitenstrang-Angina dazu. Ist aber komisch, dass alle diese Krankheiten weiblich sind, gell? Jetzt kommt sicher der Eindruck auf, dass ich ein Frauenhasser bin. Stimmt nicht. Wir werden dann auch in diesen Walkarounds und Lookarounds die ganzen Plakate lesen, die sind nämlich ganz heftig. Ja, und was mich noch interessiert ist, wenn ihr Informationen habt zu Sunset, zum Sunset House. Sind wir da jetzt falsch? Nee. Zum Sunset House. Also ich glaube, da gibt es ein Rätsel zu lösen. Ich habe noch keine Ahnung welches, weil die Map ein bisschen langweilig war. Außer dem goldenen Tor. Und ja. Was ist da jetzt? Oh. Ah, schon wieder so ein böser Bube. Und wir sind gar nicht vorbereitet auf den. Muss das sein? Wir sollten inzwischen mal einkaufen gehen, ne? Wo ist denn diese blöde Villa? Hatte auch mal einen. Ja, hab mich gern. Also diese Zwerge. Bis jetzt habe ich schon 9 zu nach Haus gebracht. Und zu diesen Zwergen noch, wir machen eine eigene Playlist dafür. So. Roberta, dich brauchen wir nicht. Und du? Einen ähnlichen hatten wir ja schon. Oder war das dasselbe? Aus dem Schloss. Ja, den hatten wir. Ups. Liebe Hunde! Schon. Gibt's denn einen Sack im Wasser?
Ja. Ich töte gern reiche Jungs wie euch. Es lohnt sich wirklich. Ja, die Zauberkombo noch zu sagen. Mir hat jemand gesagt, er hätte gern die Kombination Feuer und Eis. Also jetzt haben wir sie. Ja. Gibt ihm in der Nacht ein bisschen was her, ja, stimmt. So, bevor wir hier eintreten, glaube ich, machen wir einen kleinen Schnitt und dann schauen wir gleich weiter. Bis gleich, euer Toso.